Moin, meine lieben Spartianer und Athener. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, ich bin Zwiespalt. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt mich für Sparta entscheide, ob ich dann nur gegen die Athener kämpfe und dann nicht mehr gegen die umgekehrt. Ich würde es jetzt erstmal mit den Athenern versuchen. Problem ist, die Athener ist, glaube ich, schwer, weil ich im spartanischen Gebiet bin. In Phokis. Aber wir probieren es aus. Mehr als in der Hose gehen kann das nicht. Dafür guckt ihr mir zu, dafür lerne ich, dafür mache ich es gerne, ich mache es für euch gerne, ihr habt Spaß dabei, ich habe Spaß dabei, wie ich verkacke, perfekt. Ist doch genau das, was wir alle haben wollen. Man hat jetzt genau so ein Kriegsfeld hier, weißt du, so ein Schlachtfeld. Weil bis jetzt habe ich schon den ersten großen Kampf gemacht. Das war da, wo wir unseren Vater getroffen haben. Moin, Meister. Gerade recht, Söldnerin. Wir greifen die Spartaner an ihrer Grenze an und brauchen jede Hand, die uns helfen kann, sie in den Hades zu schicken. Willst du an unserem Sieg teilhaben? Ich würde gerne alleine auch, um unserem Vater im Arsch zu treten, eigentlich. Ich werde kämpfen. Ha! Eine wahre Kriegerin! Zwingen wir die Spartaner gemeinsam in die Knie! Ich versuch's. Hoffentlich kacke ich dabei nicht richtig ab, du. Warten wir es mal ab. Oha. Also, Manu, diesmal die roten kaputt machen. Nicht die blauen, die roten. Ah ne, die roten, Manu, die roten. Ich war schon wieder drauf dran. Ich kann meine Special Moves ja gar nicht einsetzen. Doch, kann ich wohl. Klappe. Jetzt machen wir einen auf 300. Für Sparta, aber wir machen es für Athen. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Du hast noch nicht, du willst noch mal haben. Komm her, einer reicht dir nicht. Und du willst eigentlich auf die Fresse, kriegst du. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Gewinne, 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 gewinne. Und du kannst mit einem Schild nicht umgehen, deswegen muss das weg. Außerdem passt die Friese nicht zu dir, deswegen hau ab. Willst du nochmal? Dann komm her. Oh, er wird sauer. Er kriegt einen roten Fels und er macht einen Flieger. Ne, macht er nicht. Er konnte sich standhalten. Doch, er hat keine Chance gegen die Spartanerin. Oh, er ist schwarz. Ist das was Besonderes? Ne, ein Rekrut. Aber oben sieht es gerade schlecht für uns aus, wenn ich ehrlich bin. Was ist los? Hä? Wer ist das denn? Wir haben eine Ische, eine Räuberin. Die macht Probleme. Hau ab. Wo ist sie? Da. Sieht nicht gut für uns aus. Hallo? Oh. Hallo, ich hab da geblockt. Jetzt bin ich ausgewichen, hat wohl irgendwie nicht geklappt. Oh.
Bist du bekloppt? Ich hab zu tun. Hallo? Für Athen! So. Oh. Boah, du kannst damit nicht umgehen. Tu das Schild weg. Oh, ist doch unfair, Mann. Oh, mein Finger glüht, ey. Oh. Das hat mir aber Zeit gekostet, du. Vor allen Dingen, warum machen die Athener so wenig? Also mir kannst du nicht liegen. Ich glaube, ich muss mich um die Goldenen kümmern, ne? Du kommst zu mir. Halt doch die Schnauze. Bitte den feindlichen Hauptmann, da ist er. Um den kümmern wir uns jetzt nächstes. Mach Platz da, ich will da vorne dran. Willst du mich verarschen? Ah, jetzt macht er sein Kamehameha oder was auch immer das ist. Er ist in Rage, er ist in Wut, er steht um sich her und weiß nicht mehr, was er tun soll. Das kann ich auch. Oh, hat aber ganz viel gekostet für die, wa? Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wo ist denn der nächste Hauptmann? Da hinten. Ich muss mich um die Hauptmänner kümmern. Willst du mich verarschen? Ihr habt doch alle einen am geraucht, oder? Das kann doch nicht sein. Guck mal, wie schmächtig ich bin. Du bist kein Hauptmann. Ich brauche einen Hauptmann. Du siehst wie ein Hauptmann aus. Bist du einer? Ah, Niederlage. Sparta hat den erfolgreich besiegt. Der Stadtfokus steht dennoch weiter an der Seite von Sparta. Fuck. Somit habe ich nichts bekommen, ne? Ah doch, ein Bogen. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? So. Wie sieht's denn mit den Kultistenkammer? Warum ist jetzt keine mehr gefunden, ne? Ne. Wie sieht's denn questenmäßig aus? Inventarmäßig? Achso, das ist ein Stab.
renne schnell durch Gegner hindurch, wirf sie um und richte 250 Kriegerschaden aus. Klingt auch interessant. Ja, wir haben 3 Adrenalin ja verbraucht, das ist auch viel. Bündel deine inneren Kräfte. Also er zieht zum an zum auf. Okay. Höher Kriegsschaden ist immer gut. Ah ja, wir wollten Quests gucken. Die nächste Quest, die wir machen könnten, wäre Piratenleben. Der Bruder eines Zimmermanns. Ach, das war der Zimmermann-Kollege. Aber wie sieht es denn kartenmäßig aus? Waren wir jetzt hier? Ach, guck mal, nee, den machen wir doch als erstes. Den Aussichtspunkt hätte ich gern noch. Hat? Was ist da los? Wieso Ikarus? Wofür? Jemand in der Nähe, was ich wissen sollte? Die Burg, aber ich ist doch 300 Meter weit weg. Beziehungsweise die Festung. Nee, ist ein nicht verfolgtes Ziel. Ich hab sie. Daphnea, Pfadfinderin, was? Level 40, also. Du! Ja? Was hast du hier zu suchen? Ach, ist das nicht die von der Eulen da oben? Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun? Geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Man sagte mir, ich sollte Daphne aufsuchen. Von dir hat Talia also gesprochen. Du warst diejenige, die das Unbesiegbare erschlug. Stark vielleicht, aber nicht unbesiegbar. Ich bin Cassandra. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du willig bist und fähig. Also ich kenne nur Daphne von Scooby-Doo. Das war die rothaarige mit den lilanen Klamotten immer. Daphne. Das war mal hier Miss Beautiful. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ist es das, was du wolltest? Götter, wahrlich, Artemis brachte uns zusammen. Ich bin gespannt zu sehen, womit du mich noch überraschst. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Mein Gott, wie notgeil die alle sind. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Aha. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern.
Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Ohoho. Ohoho, wir haben deinen Bogen. Scheiß auf die Alte, wir haben einen Bogen gekriegt. Schaden, Jägerschaden, offener Tempo des Bogens, 20% Schaden mit der Fähigkeit Raubtierschuss. Haben wir Raubtierschuss? Ja, haben wir. Ach, das Ding ist das. Also hier B. Mehrere Quests aufgenommen. Ja, gucken wir uns doch mal diese Tierquests mal erstmal an. Habe ich irgendwas Besonderes noch? Ach ja, wir sind ja Level 17. Wir können ja jetzt ein bisschen aufrüsten. Ah, hier sind wir nochmal 18 für. Halt mal voll die Hütte. So, jetzt gucken. Ach, ich gehe mal zu früh raus, ey. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen Quests von der Isha an. Eigentum. Gelegenheitssorgen. Der Weiße und der gerissene General Demerson wollten die Hilfe der Alsfrau gegen diese Spartaner. Wenn er sie im Chaos stürzt, wäre der Krieg gewonnen. Achso, das ist die Geschichte. Finde und jage die kerenitische Hirschkuh. Oh, die ist aber weit weg. Rätsel, aber komm, wir gucken jetzt mal. Jetzt bin ich neugierig, wie die Alte hat mich herausgefordert. Die Alte hat mich ein bisschen... Ihr wisst schon. Ja, wollen wir mal wissen, was jetzt abgeht da mit der. So, wo ist mein Job? Ich sehe das nie. Wo muss ich lang? Ich guck doch bestimmt in die Richtung, ne? Ne, guck ich nicht. Wo muss ich lang? Da muss ich hin, ungefähr 4,3 Kilometer. 4,3 Kilometer in... Ne, in diese Richtung. Bestimmt hier irgendwo. Wo ich noch nicht war. Pass auf, hiermit sparen wir uns ja schon mal ein bisschen Zeit. Na, gucken wir mal, was uns da erwartet. Wo muss ich lang? Wo sind wir noch 3 Kilometer, du? Leck mich in der Socken, ey. Ach, guck mal, jetzt wird mir das angezeigt. Jetzt sehe ich das. Aha. Und weißt du, was Geilste ist? Ich habe nicht einen Punkt davon entdeckt. Boah, war ich eine faule Sau bei dem Spiel. Du leck mich in der Tech. Da wäre doch sinnvoller, bevor ich jetzt das alles hier latsche, da ich hier hingehe, mein Boot nehme. Ich hatte hier auch schon irgendwie. Ich habe hier die ganzen Dinger nicht geholt damals. Boah, war ich bescheuert. Aber gut, jetzt weiß ich ja zumindest, wo ich lang muss. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier hinreisen. Oh, kann ich hier oben noch nicht irgendwo hin? Nee, kann ich noch nicht. Dann werden wir jetzt mal hier hinreisen und werden uns in unser Schiff nehmen und werden dann hier runter tuckern. Da werden wir uns auch mal die ganzen Punkte erstmal auch holen. Dauert zwar jetzt ein bisschen, also ich denke mal, bis wir da sind, wird die Folge rum sein. Aber ich glaube, das werden wir schon hinkriegen. Wenn wir die Folge ein bisschen länger ziehen, von 30 auf 40 Minuten, das, ich glaube, das bringt weder euch noch mich noch andere um.
Ah ne, falsche Richtung. Boah, die Hose, ne? Beziehungsweise die Schuhe sind das, glaube ich, eher. Sie wurde in einen Sumpf gesichtet. Hm. Problem ist, ich kann ja nicht von den Docks her schnell reisen, richtig? Nee, geht nicht. Ich kann immer nur da schnell hinreisen, wo das Schiff gerade ist. Wo ist das Schiff denn überhaupt? Da, guck mal, das Schiff ist da. Am Arsch der Welt. Obacht! Oh, ich kann nicht so blind sein, ey. Wollte schon sagen. Meine tollgrüne Crew! Bitte kommt zu mir. Ich brauche euch. Tag Jungs, Tag Schmitz, Tag Meier. Es ist wieder soweit, wir haben wieder eine Weiterfahrt vor uns. Auf Position zum Ablegen! Nicht diskutieren. Danke, danke fürs Willkommen heißen. Wo warst du so lange, mein Freund? Setz die Segel! Gib Gummi, sagt der Schubi. Warte mal, wir können mal eben auf der Karte markieren, der erste Dings hier, wenn wir den schon mal haben. Hol das Segel ein! Wir rammen das Dorf. Ruderer auf Position. Ich glaube nicht, dass sie schneller rudern können. Das ist ein Tempel. Da können wir anlegen direkt. Perfekt. Was ist los? Können nur anlegen, Mann. Ja, dann lass ihn mal atmen. Habt ihr gehört, Jungs? Ihr sollt atmen! So, Synchro. Oh, endlich ein Schnellreisepunkt. Ah ja, eine schöne Nebenquest haben wir hier noch. Die sammeln wir auf jeden Fall schon mal ein. Ob wir sie machen oder nicht, bleibt uns ja selbst überlassen. Hallo! Warum? Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen?
Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. Nach so vielen Generationen. Einfach fort! Ich trage etwas von meiner Mutter bei mir. Ich weiß den Wert von Familienerbstücken zu schätzen. Es ist komisch, dass Objekte echte Gefühle in uns hervorrufen können, nicht wahr? Wie viel ist dir diese Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe. Traust du dir zu, meine Vase zu finden? Wenn ich sie heile finde, ja. Ich finde deine Vase. Aber ich brauche einen Anhaltspunkt, wo ich suchen soll. Sprich mit meinen Sklaven an den Lagerhäusern. Er sollte sich umhören, ob die anderen Sklaven in der Gegend etwas wissen. Hoffentlich hat er etwas herausgefunden. Hoffen wir's. Ich komme wieder, wenn ich die Vase habe. So. Haben wir das erstmal. Mich würde jetzt erstmal wieder der nächste Aussichtspunkt interessieren, eher. Lass mich direkt hier vorne. Schnitzel! Wo bist du, du edles Ross? Ich bin ja schon vorausgeritten hier. Komm schon. Vorausgelaufen. Ich reite doch nicht. Ja, komm, das schaffst du. Ella. War das nicht hier? Doch. Den auch schon freigeschaltet. Haben direkt einen leichten Überblick gekriegt. Wo ist denn der nächste? Der ist direkt hier, ne? Da wollen wir hin. Da machen wir... Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Schnellreise zum Boot und werden dann hier hinreisen und von dort aus werden wir uns dann nach da oben kämpfen. Latschen. Was auch immer. Also, wir wollen ja ablegen. Ablegen! Bereit zum Segel setzen! Genug gepennt! Genug mit Odessa gespielt, weiter geht's! Volle Geschwindigkeit! Ruder ausheben! Ruder Tempo! Achso. Sorry. Jo, uns kommt einer blöd hier. Fracht. Dann können wir gleich erstmal gucken, ob wir unser Boot wieder upgraden können. Ihr kommt uns also blöd, warte. Bereit, halt!
Explosionsgefahr? Nee. Ach, rammen wir die uns. Ja, dann. Bremsen! Gas geben! Oh mein Gott. Oh Mann. Wollt ihr mich verarschen? Das kann ich auch. Ah, früher zu oft Tokyo Drift gespielt. Ah, fuck. Gib mal Gas, Junge. Sind wir bei. Komm rum da! Doch, die halten das aus. Segel! Jetzt Vollgas! So, wo ist mein Vögelchen da? Oh, was für ein Fight. Aber knapp doch irgendwo, ne? Aber diese Malakas haben keine Chance gegen uns. Wie weit haben wir denn jetzt noch? Was haben wir denn da? Schalkes. Da hoch wollen wir. Ich glaube, da kriegen wir wieder einen Speer oder sowas. Gut. Zum nächsten Vögelchen. Oh, ist ja noch ein ganzes Stück. Wo ist mein Schnitzel? Kommst du her? Platz da! Wo ist denn hier lang? Ist das hier überhaupt eine Verkehrsstraße oder ist das hier eine Fußgängerzone?
Das war wieder ein Anführer, den wir platt machen können. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch die Synchro, gucken uns den Anführer mal an und dann schauen wir mal, wie wir weiter fahren. Oh, immer diese Kletterei hier. Überall nur nackte Ärsche. Ich hab Arsch gesagt. So, und da drüben soll irgendwo ein Anführer sein. Ist die Hütte gut bewacht, aber wo ist... Da ist er. Ich würde sagen, den Anführer machen wir in der nächsten Folge, weil ansonsten habe ich locker 90 Stunden Folge und es ist viel zu lang. Aber nichtsdestotrotz hat es mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich immer wieder freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und. Was haben wir noch? Wir wollen natürlich, dass ihr dementsprechend den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und auch die Glocke aktiviert, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video von mir hochkommt. Und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wieder da willkommen heißen darf. Somit verbleibe ich wie immer mit einem Dank fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.